Kann sie das Krankenhaus schon verlassen? Nein, das würde ich nicht sagen. Bewegung wäre zwar nicht lebensgefährlich, aber sie würde es nicht sehr angenehm finden. Welchen anderen Zustand? Ich konnte ihn bisher nicht diagnostizieren, also habe ich nur die Symptome behandelt. Lethargie, Unwohlsein, Dehydrierung, extreme Lustlosigkeit und immense Gedächtnislücken. Das ist eine Menge. Na gut, da geht nichts mehr. Ich könnte ihr das Bild zeigen. Vielleicht. Will sie nicht sehen. Okay. Ja, denn. Können wir gehen? Sind Sie Dana Scully? Wer sind Sie? Na, Mulder schickt uns nicht direkt. Wir wollen Ihnen nur helfen. Ich wusste ja gar nicht, dass ich Hilfe brauche. Wer sind Sie? Es ist schade, dass halt die Stimme von Scully, also Franziska Pigula, ist ja schon gestorben, leider. Wenn Sie mir viel das zu jung. Sofort erklären, rufe ich um Hilfe. Wer hat Sie hergeschickt? Ja, ich... Hallo? Ich war... Keine Bewegung. Ich konnte doch gar... Ich konnte doch... Ich wollte doch... Ich kann wirklich nicht glauben, dass ich das tun muss. Es ist so unglaublich jetzt gerade. Nach 5 Jahren FBI sollten Sie es besser wissen. Ich will Ihre Dienstmarke und Ihre Waffe haben. Das geht mir gerade alles viel zu fix gerade hier. Jetzt muss ich die ganzen Gespräche nochmal durchführen. Oh. Muss ich jetzt ständig speichern? Das ist schon ein bisschen anstrengend gerade, ne? Boah, okay. Und nochmal das Ganze. Hallo. Darf ich fragen, was Sie hier suchen? Ja, ist ja gut. Dann machen wir doch gleich so. Wir suchen nach Dana Scully. Und wen darf ich melden? Ich bin vom FBI. Können Sie mir Ihren Ausweis zeigen? Ja, ich würde gerne noch ein bisschen weiter quatschen. Hä? Ach so, ich muss meinen auch zeigen. Deswegen. Ja, können Sie sich zufällig an den Namen von Ihrem direkten Vorgesetzten erinnern? Ich soll ihn anrufen, aber ich habe dummerweise seine Nummer verlegt. Walter Skinner. Das hier hinter mir ist Ihr Zimmer. Na gut, ich muss die Frage leider nochmal eben durchgehen. Wie geht's Ihrer Wunde? Sie hat begonnen zu heilen. Sie war hauptsächlich oberflächlich. Nur, ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihren anderen Zustand erklären soll. Kann sie das Krankenhaus schon verlassen? Nein, das würde ich nicht sagen. Bewegung wäre zwar nicht lebensgefährlich, aber sie würde es nicht sehr angenehm finden. Ja. Hat jemand anders Sie besucht? Oh nein, Gott sei Dank, Sie sind die Ersten. Wie ist sie hergekommen? Sie wurde gebracht. Von wem? Das hier ist etwas, was man früher ein Sanatorium nannte, Detective. Wir sind nun mal weder an dieselben Vorschriften gebunden wie ein normales Krankenhaus, noch würden wir sie befolgen. Wir sind nämlich stolz auf unsere Diskretion für die Patienten, damit sie schneller gesund werden. Okay. Welchen anderen Zustand? Ich konnte ihn bisher nicht diagnostizieren, also habe ich nur die Symptome behandelt. Lethargie, Unwohlsein, Dehydrierung, extreme Lustlosigkeit und immense Gedächtnislücken. Okay. So. Da gehen wir raus. Dann speichere ich jetzt nochmal, ne? Damit wir das nicht nochmal hören müssen. Es tut mir leid, aber es ist gerade sehr ein bisschen, ja, sehr pingelig das Spiel, sagen wir mal so. Ich wollte ja Scully das erklären, aber ich kann ja nicht ahnen, dass ich überhaupt keine Zeit habe zum Erklären. Sind Sie Dana Scully? Wer sind Sie? Wir wollen Ihnen nur helfen. Ich wusste ja gar nicht, dass ich Hilfe brauche. Wer sind Sie? Ich bin vom FBI. Bitte haben Sie Verständnis, dass mich das nicht beruhigt. Wie meinen Sie das? Ich möchte Ihren Ausweis sehen. Kein Problem. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Und woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ein Freund von Ihnen. Wer? Wir kennen seinen Namen nicht. Das ist ja wohl lächerlich. Wenn Sie mir das nicht sofort erklären, rufe ich um Hilfe. Wer hat Sie hergeschickt? Ich konnte ja nicht... Keine Bewegung. Ich hatte ja gerade gar keine Auswahlmöglichkeit. Ich kann wirklich nicht glauben, dass ich das tun muss. Nach 5 Jahren... Ich auch nicht.
Ich lade einfach schon mal vorweg. ja. Hätte ich es sagen sollen, ein schwarzer Mann? Wahrscheinlich hätte ich sagen sollen, ein schwarzer Mann. So. Wir kriegen das schnell wieder, ne? Ja. Wer sind Sie? So. Wir wollen Ihnen nur helfen. Ich wusste ja gar nicht, dass ich Hilfe brauche. Wer sind Sie? Ich bin vom FBI. Bitte haben Sie Verständnis, dass mich das nicht beruhigt. Wie meinen Sie das? Ich möchte Ihren Ausweis sehen. So. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Und woher wissen Sie, dass ich hier bin? Sagen wir jetzt ein schwarzer Mann. Ein Schwarzer. Was für ein Schwarzer? Wir kennen seinen Namen nicht. Das ist ja wohl lächerlich. Wenn Sie mir das nicht sofort erklären, rufe ich um Hilfe. Wer hat... Ja. Nein, ich wollte da nicht hin. Er hat sie hergeschickt. Okay, ich lade. Also wir müssen eine andere Taktik fahren. Also das ist mit einem Schwarzen, das ist auch Quatsch. Wir können ja nicht vorlügen, dass Mulder uns geschickt hat, oder? Ich weiß es nicht. Das ist merkwürdige Sind Situation. Sie Scully? Wer sind Sie? Ich sag jetzt einfach, dass ich Agent Wildmore bin. Ah! Der stellvertretende Direktor Skinner hat gesagt, wir sollen Sie suchen. Ich wusste gar nicht, dass ich als verloren galt. Wer sind Sie? Agent Wildmore. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Und woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ein Freund von Ihnen. Wer? Wir kennen seinen Namen nicht. Nein. Das ist ja wohl lächerlich. Wenn Sie mir das nicht sofort erklären, rufe ich um Hilfe. Wer hat Sie hergeschickt? Okay. Wir sind in einem Teufelskreis gelandet hier. Wenn ich jetzt wieder gesagt hätte, ein Schwarzer, und sie sagt ja automatisch, wir kennen seinen Namen nicht. Das ist doch... Was soll ich denn anderes machen? Sind Sie Dana Scully? Wer sind Sie? Oh, ich hätte vielleicht noch eine Idee. Der stellvertretende Direktor Skinner hat gesagt, wir sollen Sie suchen. Ich wusste gar nicht, dass ich als verloren galt. Wer sind Sie? Agent Wildmore. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Und woher wissen Sie, dass ich hier bin? Mhm. Ein Schwarzer. Was für ein Schwarzer? Wir kennen seinen Namen nicht. Moment. Das ist ja wohl lächerlich. Wenn Sie mir das nicht sofort erklären, rufe ich um Hilfe. Von dem Mann habe ich auch das hier. Ha! Na gut. Er sagte mir, ich darf niemandem davon erzählen. Reden wir. Ah, okay. Hat geklappt. Hat geklappt. Okay, wir können reden, ja? Ich speichere aber einmal, bevor wir reden. Das ist mir alles sonst hier zu riskant. Ist jetzt gerade ein bisschen zerfahren und vielleicht ein bisschen zerstückelt. Aber ich habe auch keine Lust, das ständig alles nochmal zu spielen, nur weil ich mich einmal verklickt habe oder vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen habe. So, ich frag mal. Haben Sie eine Ahnung, wo Mulder ist? Ich habe keine Ahnung, aber wir müssen ihn unbedingt finden. Sie hört sich eigentlich recht normal an, ne? Sie weiß doch, wer ist und so. Wie fühlen Sie sich? Irgendwie schwach. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich schon viel besser als bei meiner Ankunft hier. Mhm. Könnten Sie vielleicht die Strahlenkrankheit haben? Das hoffe ich nicht. Aber ich nehme an, die Symptome könnten schon stimmen. Okay, dann fragen wir jetzt mal nach der Stichwaffe. Wozu wird das verwendet? Sie sollten das nicht ganz so offen herumzeigen. Ich weiß nicht, wozu das verwendet wird. Vielleicht kann Mulder Ihnen das sagen. Okay. Und was hat die Tarakan mit der Sache zu tun?
Tja, auf die eine oder andere Art hatte sie was mit dem Schmuggel zu tun. Davon können Sie schon mal ausgehen. Ich denke, dass es auf hoher See einen Unfall mit Plutonium gab. Und Mulder denkt, sie wurden irgendwie von einer EBE getötet. EBE? Extraterrestrische biologische Einheit. Aha. Das Lagerhaus. Was ist in dem Lagerhaus geschehen? Mulder und ich hatten verdächtige Lieferungen im Zusammenhang mit dem Lagerhaus beobachtet und wir gingen hinein, um es zu untersuchen. Wir wurden dort von ein paar bewaffneten Männern angegriffen. Ich wurde angeschossen. Dann war da ein eigenartiges Licht. Mulder trug mich aus dem Lagerhaus, ich wurde ohnmächtig und dann wachte ich hier wieder auf. Na gut. Was hat Ihre Autopsie der Mannschaftsmitglieder ergeben? Die gesamte Mannschaft war einer Strahlendosis ausgesetzt, die mit einer großen Nuklearexplosion vereinbar wäre. Es ist klar, dass die nicht passiert ist, aber Mulder sah das als Beweis dafür an, dass ein UFO in der Gegend gelandet wäre. Und dass eine außerirdische Lebensform an Bord des Raumschiffes die Mannschaft der Tarakan verstrahlt hätte. Das klingt ja ganz so, als glaubten Sie nicht an diese Theorie. Es gibt immer eine Erklärung, die plausibler als das ist. Okay, wir haben jetzt aber, glaube ich, fürchte, alles... Das ist alles, was ich Ihnen zu erzählen habe. Was können Sie denn so bieten? Naja, es gab noch mehr Verbrennungsopfer. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass Plutonium transportiert wird. Es ist ein nicht identifizierter Mann beteiligt. Wir trafen ihn an der Brandstelle und danach sind wir auf dem Lagerplatz aneinander geraten. Es besteht eine Verbindung zwischen Lagerplatz und Lagerhaus, und zwar eine Transportfirma in Scharnow, Gordon's Hauling. Die haben eine Vielzahl von Transporten durchgeführt zwischen diesem Lagerhaus und einer bestimmten Adresse, die wir noch nicht untersuchen konnten. Ich glaube, wir müssen unbedingt die Identität dieses Mannes vom Lagerplatz herausfinden und Sie sollten außerdem diese Adresse an der Landstraße einen Besuch abstatten. Und was werden Sie tun? Tja, zunächst mal melde ich mich beim stellvertretenden Direktor Skinner und dann werde ich hier auschecken. Ich kann Sie beide später in Ihrer Dienststelle treffen, aber ich fürchte, wir müssen uns beeilen. Für Agent Mulder könnte vielleicht die Zeit knapp werden und wenn die Schmuggler ihn wirklich als Geisel festhalten, dann haben sie wenig Anreiz, ihn am Leben zu lassen. Okay. Mal gucken, ob wir sie irgendwie... Mal gucken, ob er ihr bekannt ist. Hat dieser Mann auf Sie geschossen? Nein. Ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Das dachte ich mir. Gut zu wissen. Mal gucken, ob wir... Ich mache mal kurz eine Abspeicherung. Es tut mir leid, wenn es vielleicht nervt. Aber wir haben jetzt ja einiges schon erfahren. Wir müssen auf jeden Fall Mulder finden. Gut. Wir überschreiben das mal eben schnell. Ich zeige noch mal eben das Foto von sich und Mulder. Was ist denn mit Ihnen los? Nix. Ja gut, dann sind wir hier durch, ne? Würde ich sagen. Achso, wir sind direkt hier weg. Da ist der Rangierbahnhof. Okay, ein neuer Ort. Dann gucken wir da mal hin, ne? Würde ich sagen. Gut, gut, gut. Es geht voran, ne? Es geht voran. Ihr kleiner Computer hatte wohl recht. Ich bin beeindruckt. Ja, ich habe keine Angst vor der Technik. Wonach suchen wir hier nochmal? Nach dem hinteren Seitenblech eines 64er Dodge Dart. Einem Ersatzteil mit der Seriennummer 82434, nicht? Ja, völlig richtig. Aha. Da haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Ja, das sehe ich auch so. Und das soll ich jetzt suchen, ja? Du Scheiße. Okay. Ja, das kann ja lange dauern. Das kann ja lange dauern. Da ist nichts. Kann ich ja bei jedem Bild jetzt nach rechts und links umsehen. Da könnte man gucken. Aha, und da. Puh. Okay, gehen wir wieder zurück. Machen wir erstmal den Eingang hier fertig und schauen, was wir so finden. Links und rechts. Ja, schön. Und wieder nach rechts gucken. Und nach links gucken. Man will ja nichts verpassen, ne? Da könnte man wieder durchgehen, ja. Puh.
Ja, interessanter Schauplatz. Und wieder nach rechts und links gucken. Es ist aber auch lang hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, da ist nix. Geradeaus. Gucken wir hier. Da ist nichts. Okay, da ist mal Ende im Gelände. Das können wir anscheinend nicht öffnen, auch wenn es verschlossen ist. Okay. Schade. Sah interessant aus. Gehen wir jetzt mal hier rein. Da geht's noch weit. Ach du Scheiße. Puh. Viele, viele Gänge und Wege hier. Es gibt aber auch so viele Bilder. Okay, da geht's anscheinend rechts und links nicht. Obwohl, da darf ich gucken, aber da ist anscheinend schon wieder Sackgasse. Da ist nix. Okay, gut. Könnten wir da nicht, also müssen wir hier lang. Vielleicht soll das einfach nur so eine Art Labyrinth hier darstellen. Mal weiter. Da geht's auch nicht weiter. Ja, also irgendwo muss es hier reingehen, ne? Gehe ich mal stark von aus. Da hinten ist unser Out. Da ist eine Leiter zum Beispiel. Vielleicht könnten wir da dran. Nee, geht auch nicht. Okay, ja, was machen wir jetzt hier, ne? Ich gehe mal so weit, wie es geht. Achso, ein weiter. Obwohl, da darf ich ja nicht hin. Ich gehe nochmal da so durch. Da war ja nichts mehr. Also irgendwas muss hier sein. Ach, mein Gott. Suchen wir etwa am falschen Ort? Ich weiß nicht. Das ist jedenfalls die Landstraße. Daran besteht kein Zweifel. Vielleicht hat dieses 82434 nichts zu bedeuten. Aha. Na, ich weiß nicht. Wozu könnten Sie diesen Platz benutzen? Soll das ein Witz sein? Ich bin schockiert vom Ausmaß Ihrer Geschäfte. Der Gedanke an Plutonium, das auf der Schiene durchs ganze Land reist, ist ziemlich beängstigend, finde ich. So besonders sicher ist die Eisenbahn bei uns nicht. Ja. Dieser Platz ist verlassen. Hier gammelt alles seit vielen Jahren vor sich hin. Wessen Theorie glauben Sie? Mulders oder Scullys? Scully ist offensichtlich jemand, der sich an die Vorschriften hält. Ich finde es toll, von einem Detective zu hören, der ein kreativer Denker ist. Ich würde mich freuen, Agent Mulder kennenzulernen. Ja, ich glaube auch Mulder. Ich werde, auch wenn es hier gerade recht harmlos aussieht, einmal kurz zwischenspeichern. Ja, das muss sein. Ja, das überschreiben wir natürlich. So. Okay, weiter geht's in wilder Fahrt. Zu die langen Pausen. Können da nochmal lang gucken? Aber da komme ich gerade her, ne? Tja, ist sie jetzt noch da, wenn ich mich wieder umdrehe? Schon, ja. Was mache ich denn jetzt mit ihr hier? Ja. Habe ich ihr das Foto schon gezeigt? Ach, was soll denn das? Davon weiß ich bisher noch nichts. Achso, ja, das ist schade. Ja, was bringt denn der komplette Schauplatz hier, wenn das... Kann ich meine E-Mails mal eben aufrufen? Das kann ich auch von hier aus, ne? Aha! Wir haben eine E-Mail. Wie komme ich da unten jetzt hin? Mal kurz gucken. Ich möchte unten auf die E-Mail zugreifen. Aha, da. So. Wer hat mich jetzt angeschrieben, ist die große Frage. Monte Joffi? Wie komme ich jetzt... Ich weiß nicht, wie ich in die Mails reinkomme, ganz ehrlich.
Ah, jetzt bin ich drin. Okay, halt da. Vorläufiges Ergebnis der forensischen Untersuchung der Bombe. Agent Wilmore, ich habe eine erste Analyse der Bombe abgeschlossen, die jenes Gebäude in Czarno zerstört hat. Ich mache mir einige Sorgen. Es hat sich um einen höchst professionell gebauten Sprengkörper gehandelt. Ich denke, dass er einen Stoff namens HGW 907 enthalten hat, bei dem es sich um eine höchst explosive chemische Substanz handelt, die ausschließlich vom US-Militär verwendet wird. Von den Kampfschwimmern der US Navy, um genau zu sein. Aha. Es handelt sich hier um eine höchst stabile Verbindung, die aus zwei katalytischen Agenzien hergestellt wird. Wenn die beiden Agenzien vermischt werden, erfolgt keine Detonation, solange das Gemisch einem direkten elektrischen Stromsignal mit niedriger Spannung ausgesetzt ist. Solange die Stromstärke unverändert bleibt, bleibt das Gemisch inaktiv. Wenn die Stromstärke jedoch ansteigt, absinkt oder gleich Null wird, wird das Gemisch sofort hochgradig flüchtig. Aha. Ein kräftiges Auftreten mit dem Fuß in 9 Meter Entfernung kann das ausreichen. Aha, um eine Detonation auszulösen. Diese Eigenschaft sorgt dafür, dass alle Sprengkörper aus diesem Gemisch nicht entschärft werden können. Bei dem in Fall Czarno eingesetzten Sprengkörper war ein winziger negativ geladener Kondensator an den positiv geladenen Leiter angeschlossen, über den der Zeitzünder mit dem explosiven Gemisch verbunden war. Sobald also der Gleichstromimpuls über den Zeitzünder oder manuell unterbunden wurde, hat der Kondensator einen starken Stromimpuls freigegeben, der das HGW 907 zur Explosion gebracht hat. Ein Experte vom Kampfmittelräumdienst wäre vielleicht in der Lage gewesen, das Kabel zwischen dem Kondensator und dem Zünder oder Zeitzünder zu kappen, sodass der Gleichstromimpuls unterbunden worden wäre. Aber die Energie, die beim Schießen seines Drahtschneiders frei geworden wäre, hätte vermutlich ausgereicht, die Detonation trotzdem auszulösen. Ich mache mir Sorgen, weil ein derartiger Sprengkörper nicht außerhalb des Einflussbereichs des Militärs gefunden werden dürfte. Falls ein ehemaliger Kampfschwimmer der US Navy an dieses Zeug herankommen konnte und er ein bestimmtes egoistisches Ziel verfolgt, könnten wir uns mit ernsten Problemen konfrontiert sehen. Eine Überprüfung der Entnahmeprotokolle für die verfügbaren Vorräte hat erbracht, dass alle HGW 907-Vorräte vollständig und verbucht sind. Soviel ich weiß, ist diese chemische Verbindung bisher noch nie auf dem Schwarzmarkt gehandelt worden. Freundliche Grüße, Monte Joffin, Verantwortlicher der wissenschaftlichen Spurensicherung der BATF, also Behörde für Alkohol, Tabak und Schusswaffen, Nordwestregion. Okay, das klingt sehr interessant. Ja, kann ich ihr davon erzählen? Gerade hängt sich hier alles auf. Okay. Da gibt's ja nichts Neues, ne? Nö, da gibt's nichts Neues. Seattle. Was ist die Flughalle? Gerichtsmedizin? Ja, ich weiß auch nicht. Moment. Ich verstehe noch nicht ganz. Warum sind wir jetzt hier? Es muss ja einen Grund geben, dass wir hier sind. Kann ich hier davon berichten, von der neuen Erkenntnis? Nee, nicht wirklich. Was hält sie denn davon? Moment. Nicht, dass ich jetzt sie aus Versehen absteche. Ich möchte nur sie nach ihrer Meinung fragen, ja? Nicht vergessen. Also. So. Okay. Jetzt probiere ich einfach mal, sie darauf anzusprechen. Nicht, dass er sie jetzt direkt erstechen will. Lassen Sie das. Ich wollte sie ja auch nicht erstechen. So, da gibt's nichts. Gut. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was wir hier noch machen sollen, wenn ich ehrlich bin. Also hier ist definitiv nichts. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Und ansonsten wüsste ich nicht, was wir das hier machen sollen, ehrlich gesagt. Da könnte man durchgehen. Aber das hilft uns alles nicht wirklich was, ne? Nee. Da ist nichts. Hier habe ich mich ja auch rechts und links eigentlich schon überall umgesehen. Und man kann natürlich hier an einigen Stellen durchgehen, das ist richtig. Aber das hilft uns tatsächlich herzlich wenig.
Das Einzige, was mich vielleicht interessieren könnte, ist diese eine Leiter, die wir da gesehen haben. Das ist die Frage, wo war das, ne? Irgendwo war eine kleine Leiter. Da, naja. Da, ach so, ja. Da ist das Auto. Da dürfen wir nicht hin. Nee, da will ich ja nicht ganz durch. Das ist jetzt echt ein bisschen merkwürdig. Also ich würde jetzt vielleicht nochmal in unser Büro gehen. Gucken, was unser Chef vielleicht zu sagen hat. Und dann habe ich jetzt leider auch gerade keine Ahnung. Die Session ist eh bald vorbei. Das passt dann eigentlich ganz gut. Weil heute werden wir es, glaube ich, nicht mehr durchspielen. So, Field Office in Seattle. Gucken wir mal, was wir hier vielleicht Neues erfahren. Also, im PC haben wir eigentlich gerade gecheckt, da dürfte nichts Neues sein. Er ist natürlich nicht da. Ist er hier? Nein, er ist nicht da, oder? Sieht nicht so aus. Nein. Dann schnacken wir kurz mit unserem Chef. Ja, warum Ich nicht? könnte Hilfe bei diesem Fall brauchen. Okay, lassen Sie mich Ihre Notizen durchsehen. Das sieht für mich ziemlich vollständig aus. Ja, toll. Das bedeutet dann ja wiederum, dass ich irgendwo hin muss. Entschuldigung. Wo ich jetzt vielleicht weiterkomme, aber ich noch nicht genau weiß, wo. Ich weiß nicht. Soll ich da nochmal hin? Schano. Wir können ja nochmal. Da darf ich gar nicht mehr hin. Okay. Da darf ich auch nicht mehr hin. Ich dürfte noch zum Rangierbahnhof fahren. Okay, das erlaubt er mir. Also gibt es hier noch irgendwas zu machen wahrscheinlich, ne? Aber was? Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Aber er sagt ja, es sieht für ihn ziemlich vollständig aus. Deswegen glaube ich ja fast nicht, dass wir hier hin müssen. Wir können mal im Labor vorbeigucken, oder? Vielleicht gibt es da was Neues. Das könnte noch sein. Und da, ansonsten würde ich vielleicht nochmal ins Apartment gucken. Und dann würde ich die Aufnahmesession sonst für heute beenden. Mal gucken. Okay, er ist gar nicht da. Das hat sich also auch erledigt. Dann. Gerichtsmedizin bringt, glaube ich, nicht wirklich was. Dann gehe ich doch mal ins Apartment, oder? Würde ich sagen. Weil, natürlich könnte man nochmal zur Tarakan oder zum Hafenlager, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwelche neuen Dinge entdecken werden. So, mal gucken, ist da was? Natürlich nicht. Ich guck mal, ob wir uns schlafen legen können. Aber es sieht gerade aktuell nicht nach Abend aus. Deswegen glaube ich das fast nicht. Dann gehe ich gleich nochmal kurz an den Rechner. Aber da wird wahrscheinlich auch nichts Neues sein. Nein, wir können auch nicht schlafen. Dann gehen wir kurz an den Rechner. Und ansonsten würde ich sagen, gucke beim nächsten Mal dann weiter, wo wir vielleicht weitermachen können. Also ich tippe ja auf diesen Rangierbahnhof. Auch wenn ich gerade keine Ahnung habe. Hier schrecke ich mich jedes Mal wieder, ne? Wo es da eigentlich dann weitergehen soll. Jetzt bin ich schon wieder im Schlafzimmer gelandet. Ich bin ja jedes Mal verwirrt. So. Noch um die Ecke. So, einmal einloggen, gucken, checken, ob was Neues ist. Die E-Mail haben wir ja gerade gelesen. Haben wir irgendwelche neuen Namen erfahren? Nee, ne? Oder. Warte mal, vielleicht kann ich nach Kfz-Kennzeichen nach dieser einen Nummer suchen jetzt. Es sind aber immer noch die beiden. Nein, da ist nix. Und da wird wahrscheinlich auch nichts Neues dazugekommen. Halt! Moment! Was war das denn gerade? Mit V. Wanda McIntyre. Wer war das denn jetzt nochmal? Ach, das ist bestimmt die Ärztin. Oder? Ja, okay.
Gut, das ist nichts Außergewöhnliches. Gut, ich kann aber gucken, ob wir noch irgendeinen anderen haben. Ne, Foxbruder, der Scully, ne. Ne. Die anderen kennen wir alle. Okay. Wir können natürlich da nochmal gucken. Aber vermisste passiert nichts. Und E-Mails brauchen wir eigentlich nicht checken, aber ich gucke trotzdem nochmal eben kurz nach. Da ist ja nichts Neues. Das eine haben wir ja schon gelesen. Ja, das haben wir gerade gelesen. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, wir haben trotzdem einiges erreicht in dieser Aufnahmesession. Ich habe jetzt nichts groß weitergeguckt. Oder nachgeguckt, sagen wir so. Und Telefon. Warte mal. Hä? Ich konnte gerade eben das Telefon anwählen, aber er macht nichts. Das war jetzt gerade interessant. Gut. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal. Ich weiß noch nicht wohin. Ich werde mir ein paar Gedanken machen. Vielleicht gucke ich auch nach. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Würde mich sehr freuen. Ja, Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.